Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Camperinnen und Camper. Es ist heute schöner als gestern am zweiten Tag auf der Francia Hausmesse in der Nähe vom Markt Schorgast beim schönen Reiterhof Hotel Würzberg. Hotel Reiterhof. Ja. Alter, das tue ich wieder. Wird schon. Es wird schon besser. Es wird schon. Es kann nur besser werden, weil beim ersten Versuch, diese schönen Fahrzeuge vorzustellen, habe ich mein Mikro mit meiner Jacke verdeckt. Also machen wir es für euch gerne nochmal. Servus, guten Morgen, Herr Jörg Wolfram. Guten Morgen. Du bist ein bisschen getarnt im Hintergrund vom Yukon mit der Lounge, der 2018 präsentiert wurde und Aufsehen erregt hat. Aber um den geht es heute nicht. Den haben wir schon gefilmt. Tolles Modell, tolles Sitzkonzept, tolles Wohnkonzept. Aber heute reden wir mal über den Klassiker sag ich jetzt mal, von der klassischen Aufteilung. Ja. Fahrzeug mit Längsbetten. Fangen wir hinten an. Kommt mir jetzt schon bekannt vor. Ja, haben wir schon mal gesehen. wie es war. 5 Minuten her. Schöner Laderaum. Schöner Laderaum. Auch geeignet für 2 Klappräder beispielsweise. Man kann die Fahrräder allerdings auch auf dem Fahrradträger hinten auf die Anhängerkupplung oder an die Tür machen, wie man es will. Das weiße Panel ist noch zum Rausnehmen. Da kann man den Laderaum noch vergrößern, aber er ist so eigentlich schon in der Klasse nicht einzigartig, aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr groß. Ja. Winterfest? Winterfest, man sieht es jetzt hier nicht, aber das Fahrzeug hat so einen technischen Funktionsboden, der auch beheizt ist. Ja. Die können wir uns vorne am Einstieg anschauen. Hier sieht man vielleicht noch dieses Material, man sieht es vielleicht ein bisschen. Das ist, hat eine tolle Haptik. Ja. Also eine tolle Haptik. Automotive, du hast das Wort gerade vorhin gebraucht. Automotive, wohl wahr. Ja. Ist aber der größte Vorteil daran ist, dass es das Raumklima reguliert. Mhm. Heißt, es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie auch wieder ab. Ja. Ja, ansonsten. Feuchtigkeit entsteht viel in der Kiste. Ja, ist so. Ist auch der Grund, warum jetzt die Matratzen alle mit so einem Abstandsgewirk unterlegt sind. A, natürlich für den Schlafkomfort, weil das ein bisschen flexibel ist. B, aber einfach für die Unterlüftung der Matratzen. Genau, also ein wichtiges Argument, dass da wirklich immer was drunter liegt. Matratze direkt auf Platten bringt gar nichts. Natürlich wird der eine oder andere sagen, warum kein Lattenrost, warum keine Federteile, weil das reicht. Und das ist ja wieder ein Gewichtsthema. Am Schluss ist dann immer einfach natürlich ist entscheidend. Es Gewichtsthema, so ist die Kiste ja nur als 3,5 Tonner. Und schon sind wir bei der nächsten möglich. Frage. 3,5 mit 2 Personen in einer relativ guten Ausstattung beim Sprinter gut. Ja. Da siehst du ein bisschen den Doppelboden. Fliegen wir mal drauf hin, genau. Kochgas, blöder Begriff, aber wir haben ihn vorhin schon gebraucht. 5 Kilo Flasche da vorne drin, reicht ewig mit Bodenkontrolle. Richtig, wie du gesagt hast, nur zum Kochen, 5 Kilo Monokontrolle, also auch jederzeit benutzbar. Man muss da nicht dauernd hin, das wird auch sicher lange reichen. Bei der Heizung ist die Truma drin, oder? Die Truma, die Leitung. Habe ich die unterbrochen, genau. Ja. Mach ich auch gerne mal. Na, passt schon. Ich bin ganz schrecklich. Ja, elektrische Stufe, das kennen wir. Dann natürlich eine Arbeitsflächenerweiterung. Wir sind natürlich jetzt gleich mit Masken ausgestattet. Ich habe sie die ganze Zeit schon auf. Also ihr hört das natürlich auch am Mikrofon. Einmal hier die Arbeitsflächenerweiterung, wirklich bündig. Ja. Man sieht das wirklich immer schön. Man merkt ja den Unterschied. Die Franke-Verarbeitung ist halt auch den Preis wert. Deswegen kauft man ja auch am Schluss. Ja, so. Im Vergleich zu anderen teilintegrierten, zu anderen Kastenwegen auf Sprinterbasis ist der Franke ja jetzt nicht unbedingt der teuerste. Nein, da wir haben es gerade vorhin gesehen. Ich blende es auch gleich mal ein, die Auszeichnung. Maske. Wir sind hier jetzt bei... Ihr seht das selber, Grundpreis 69,9 und wenn man den wirklich gut ausstattet, 163 PS, 3,5 Liter und M-Box und so weiter, TV satt, da könnt ihr es ja gut lesen. Das teuerste ist das Chassis-Paket, einfach, dass du die 163 PS und die Automatik drin hast, ist allein mit fast 7.000 Euro schon drin. Ja. Als Allrad erhältlich? TV ist als Allrad erhältlich. Ja.
Ja, mit Heckantrieb jetzt in der Version oder? In der Version mit Heckantrieb. Ah ja, okay. Also ist aber jetzt nicht wahlweise auf Frontantrieb erhältlich, oder? Wie? Nein, Frontantrieb ist ja nur der Triebkopf bei Mercedes, also nur der, okay, unser Neo. Ja. Ja, ja, weil ich bin jetzt bei Mercedes nicht so zu Hause, darum schaut jetzt nicht das Einzige, was ich jetzt weiß, dass der Sechszylinder raus ist aus der Nummer und jetzt aufgrund der ganzen Dieselgeschichten der Fünfzylinder mehr forciert wird. Hier umbaubar zum dritten Schlafplatz. Ja. Fürs Enkele etc. Jetzt, ja, wie gesagt, es sind auch 4 Gurtplätze vorhanden, das ist kein Thema. Ja. Natürlich ist das Fahrzeug primär ausgelegt, ein 2-Personen-Fahrzeug zu sein. Aber der Versprecher mit dem Teil integriert ist eigentlich interessant, weil er fast schon den Eindruck vom Raumgefühl macht. Ist ein schlanker Teil integrierter, wenn du darin bist. Definitiv, aber ja, das finde ich, macht die Möbelfarbe. Haben wir gestern schon mal gesagt, es polarisiert, klar. Aber es hat halt diesen riesen Vorteil, dass du immer das Gefühl hast, also wenig Beengung. Ja, richtig. Und Einzelbetten geht halt einmal nur bei einer solchen Länge. Richtig, und Einzelbetten geht auch nur über 6 Meter, wenn du mich fragst, vernünftig, sodass das zu laufen ist. Es sind Einzelbetten, die von der Länge her auch akzeptabel sind. Mhm. Die sind fast 2 Meter lang, beide. Ja. Du hast unter den Betten nochmal Schrank. Das ganze Ding ist noch zu öffnen. Es hat hier wirklich viel Stauraum. Oh, ja. Du kommst bis in die Garage. Ja. Das ist eben dieses Shot, dieses rauszunehmen. Ja. Und du hast hier nochmal eine Klappe, die du dann nochmal öffnen kannst. Also kannst du längere Sachen durchladen, wenn du willst. Und da hat man jetzt ganz gut gesehen, dass hier dann eben der Wohndoppelboden losgeht. Genau. Nehmen wir es mal Wohndoppelboden, wieder ein neues Wort. Ja, Kühlschrank reicht voll und ganz aus. Ja, nur mal, wir sind in einer 2-Personen-Kiste. Ja, ja. Kompressor-Kühlschrank. Ja. Jetzt auch nicht das kleine 90 Liter. Oder? Ja, also. Alles easy im Kombisi. Beleuchtung. Ich schaue auch gerade noch, was ich noch einschalten kann. Ja, genau. Jetzt haben wir die Ambiente-Beleuchtung an. Ich mache noch ein bisschen dunkel, dass man es ein bisschen romantisch kann. Gefällt mir im Übrigen auch sehr gut. Das ist so ein bisschen Lederoptik. Du hast noch eine Bettverbreiterung, die du zusätzlich noch mal reintun kannst mit Matratze obendrauf. Ja. Dann mit Leiter nach vorne, dass man auch schön herein und rauskommt. Aber es ist ja so schon, dass die Liegefläche im gesamten Beckenschulterbereich zusammen ist. Ja. 4 Fenster direkt rundherum, auch eine tolle Sache. Manchmal auch wichtig beim Kastenwagen. In jedem Fall. Also das kann ein K.O.-Kriterium sein, wenn ein Hersteller seitlich keine Fenster anbietet, dann sagt man gerne mal, oh, die sind super. Ja. Einmal die Haken. Ich habe vorhin mit dem Rico schon ein Video gedreht, da haben wir sie nicht rausgebracht. Und das ist so einfach. Ach ja. Übrigens, www.caravan-company.com gibt es einen YouTube-Kanal und wir arbeiten schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren zusammen mittlerweile. Und das macht immer wieder Spaß. Ihr seid ja in der Nähe der A8 für die neuen Zuschauer. Eigentlich arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen, ja, Tobi. Ja, bei Segway haben wir uns das erste Mal. Wir kennen uns, wir kennen uns echt schon lange. Und in der Branche lässt man sich immer wieder über den Weg. Und in der Nähe von Rosenheim, am schönen Chiemsee, auf der Durchreise lohnt sich die Abfahrt auf jeden Fall einmal. Fahrt einmal runter nach Raubling, ist nicht weit weg, und schaut sich dort was an. Und wenn ihr Fragen habt, dann bitte direkt an Jörg Wolfram und seine Mitarbeiter. Gerne, herzlich willkommen. Dafür machen wir es ja. Jetzt musst du noch einmal zu mir kommen. Und muss ich erst einmal zu dir kommen? Das Bad ist schon auch noch sehenswert. Es hat jetzt anders wie in dem Neo keine. Die Banktoilette ist nicht zum Versenken, sondern die ist fest. Du hast trotzdem noch eine große Dusche. Anders hin. Allerdings ist das Waschbecken, wenn du da mal hindrückst, zum Einfach nur Push. Genau. Ah, ui, super. Ja. Ganz leicht gängig. Das ist auch interessant, die Duschwand verdeckt natürlich dann das Waschbecken im eingefallenen Zustand, damit das Möbelbau nicht nass wird.
Ansonsten ist das eine echte Nasszelle. Auch immer ganz wichtig. Ich bin ja ein Fan von wirklichen Festbädern, von Nasszellen. Ja. Diese Raumbadgeschichten, schön und gut. Ja. Wenn man nicht lüften tut, holt einen der Tod. So ist es. Oder das Auto. Ja, so ist es. Es ist gut beheizt, das Teil. Also das Fenster oben, das ist ganz, ganz wichtig. Fenster auf, Heizung an. Ja. Viertelstunden, das Ding ist trocken. Ach, eine richtig solide Duschtasse. Für alle, die das erste Mal Wohnmobil-Rumtour mitmachen, das ist wirklich eine Tasse. Keine Trasse oder sonst was, sondern eine Tasse. Das stimmt. Da wir lernen müssen. Früher haben wir Trasse gesagt, warum denn Trasse, wenn man drauf geht. Ja, das ist doch geschickt gemacht. Und auch eine Tür. Es muss nicht ein Rollo sein oder sonst was, wo man immer Angst hat, das scheppert. Genau, das ist der Punkt. Das Rollo ist ja sicher platzsparend und oft praktisch. Aber zum Duschen im Allgemeinen ist das natürlich die bessere Lösung. Hat den Nachteil, klar, man muss immer erst auf die Seite gehen, bevor man rein kann. Man kann jetzt nicht von deiner Seite aus reingehen. Ja. Aber wie gesagt, das wird mich jetzt nicht stören dabei, weil erstens ist der Mensch auch ein Gewohnheitstier, so gewisse Sachen. Und es stört natürlich auch nicht die Möbelbauoptik. Richtig. Das ist eine Linie, die da drin steht. Und was ist mir wichtiger? Da wäre mir die Optik wichtiger. Nein, gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Ja. Du hast immer noch viel Stauraummöglichkeiten mit den Schubläden in der Küche. Mhm. Bis runter, 4 Schubläden. Stellplatz genug. Einen großen Küchenschrank nochmal zusätzlich. Ja. Weil du in diesen insgesamt 8 Staukästen im Heck, dem großen Schrank und dem großen Staufach, eigentlich alles unterbringst, was du unterbringen musst. Ja, bin selber erstaunt. Du hast von der Küche alles für die Küche auch zur Verfügung. Ja. Ja, ja. Ein feines Fahrzeug. Der Tisch ist rausschwenkbar, also du kannst den Tisch vergrößern bis hierher. Ja, und mein für Mercedes brauchen wir jetzt nicht extra ein Video machen. Ich glaube, das wissen die meisten, die einen Mercedes wollen. So groß ist ja auch die Modellpalette jetzt nicht, beziehungsweise das Angebot haben wir gerade vorhin schon kurz angesprochen. Und wie gesagt, du musst halt hier ein paar Euro mehr ausgeben, wenn du auf den Fiat baust. Und es gibt ja auch noch das kleinere Modell, das stehst du jetzt fast schon davor. Ja, natürlich, die 6 Meter Variante haben wir auch noch. Wie soll ich denn sagen? Ein Meter ist ein Meter und die Länge ist bei uns entscheidend. Ein Meter ist ein Meter und die Länge ist immer entscheidend, egal um was. Im Wohnmobilbau. Also, egal um was es geht. Aber mir persönlich ist der Meter viel lieber. Ich habe ein vernünftiges Bett drin, ich habe eine vernünftige Küche und ein vernünftiges Bad. Und wenn ich jetzt ehrlich sei, so, wer sich Wohnmobil für 90.000 Euro einen Kastenwagen kaufen kann und will, ja, der braucht mir jetzt nicht kümmern, dass die Fähre 30 Euro mehr. Genau, das also, Thema haben wir in meinem Fehlversuch-Video schon gehabt. Das ist richtig. Ja. Die Relationen sind nicht, da oft nicht unbedingt erklärlich. Aber. Und was wird es denn gewichtsmäßig am Schluss ausmachen? Ich meine, parken mit 6 Meter wird schon fast genauso schwer, weil packt es einmal mit einem VW-Bus. Ja, da hat er schon Vorteile bei sowas. Natürlich, das ist klar. Ein bisschen weniger wird er schon. Aber bei mir geht es ja immer Wohnmobil. Aber ich will ja drin Urlaub machen, ich will ja drin leben. Und da sehe ich das oft nicht so als wichtig. Ja, also wird ja sehr oft gefragt, was würdest du da kaufen? Und sage ich, für mich ist wieder der blöde Spruch, die Länge entscheidend, weil ein Meter mehr ist ein Königreich beim Wohnmobil. Definitiv. Ja. Dann brauchen wir nicht reden. Das sind 20% mehr Platz da drin, das ist so wichtig. Aber wenn meine Oma immer gesagt hat, von den Reichen lernst du sparen, ja, und von den Armen das Kochen. Sehr gut. Auch schön, Auswahl gibt es genug, ihr seht es. Und wie gesagt, den mit der Lounge-Optik haben wir ja schon verewigt. Feines Fahrzeug. Und jetzt schauen wir uns noch mal einen schön integrierten an. Mhm. Klasse. Bis gleich. Bleibt dran. Wir haben hier schon einige Fahrzeuge gefilmt, der Stücker 5. Geht's in die Frankia-Playlist rein auf dem Kanal oder eben auch bei Caravan Company, die Videos dann auch auf dem Videokanal hochfährt. Und ihr seid gut versorgt, was die Frankia-Palette angeht. Jawohl. Und so hören wir in Wirklichkeit an. Führt euch. Danke. Servus. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Ciao, ciao. Servus.